Aber so etwas Besonderes ist der Rückzug der Gletscher in den Alpen nicht. Das gab es auch schon früher, wie die folgenden Bilder zeigen. Es ist ja kaum zu glauben, dass wir trotz der massiven Gletscherschmelze uns immer noch im Bereich der natürlichen Klimaschwankungen befinden sollen. Am Mont Blanc-Massiv finden sich aber hierfür eindrucksvolle Beispiele. Reste eines Dorfes werden sichtbar. Wo sich heute diese mächtige Eiszunge befindet, lag vor 300 Jahren der Ort Saint-Jean-de-Pertuis. Er wurde unter dem damals vordringenden Eis langsam begraben und das geschah auch mit anderen Dörfern in dieser Gegend. Es gab also schon in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder Schwankungen bei der Ausdehnung des Gletschereises. Und auch der stark zerklüftete Bosson-Gletscher in Frankreich hat eine besonders bewegte Vergangenheit. Innerhalb von nur 300 Jahren hat sich die Gletscherzunge mehrfach kilometerweit vorgeschoben und wieder zurückgezogen. Das Foto markiert das wechselhafte Leben dieses Gebietes.